Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Garten Challenge. Dies ist Teil 36. Es ist ein neuer Morgen und Lisa ist ausgeschlafen, jetzt frühstückt sie gerade. Hier ihren leckeren Gartensalat. Ja, und dann muss ich hier auch noch ernten. Das geht ja relativ schnell. Ich denke mal, das sage ich ihr gleich mal. Alles verkaufen und mach das Ganze im Schnelldurchgang. Okay, Dominik Förster lädt uns in die Stadt ein. Nee. Wir haben jetzt hier im Garten zu tun und es gibt auch viel zu tun. Haben wir hier eigentlich auch Patchy? Ja, da ist Patchy. Aber das dürfte ein neuer Patchy sein, den müssen wir dann auch wieder neu kennenlernen. Oh, Wintergärtnern beginnt morgen. Okay. Gut, dann muss ich mal gucken im Kalender. Weil heute hat der Winter angefangen. Ja, Wintergärtnern. Ich denke mal, diese Wintergärtnern-Feiertage, diese Gärtner-Feiertage, die könnte ich löschen. Weil die dienten ja dazu, diese Zwerge herbeizubeschwören. Und von den Zwergen hat sie jetzt, glaube ich, alle Samen gekriegt. Und es ist immer so anstrengend, wenn die Zwerge da sind. Feiertag löschen, ja. Das heißt, wir lassen jetzt hier erstmal die normalen und fügen dann nach Bedarf andere neue Feiertage ein. So. Aber mit den Zwergen, ja, man kriegt da halt immer diese Stromschläge, die ziemlich gruselig sind. Und diese Samentütchen, da kommt einfach auch nichts Neues mehr. Wir brauchen jetzt halt die besonderen Samen. Dann können wir auch mal gucken. Hier. Bei der Gartenarbeit. Da hat sie immerhin 27 von 32 plus 9. Also sie hat auch schon 9 aus anderen Packs. Hier brauchst du, das ist glaube ich Petersilie und das ist Salbei. Eine Müllpflanze muss sie züchten. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ich glaube, das heben wir uns für relativ spät auf, weil die stinkt dann immer, die Müllpflanze. Und das... Das ist, glaube ich, die Orchidee, die sie immer noch nicht hat. Ja. Wächst die auch im Winter? Ja, ich glaube, eine Chance hat sie nur im Frühling auf dem Romantikfestival. Und das ist die UFO-Pflanze. Dazu muss sie eine Rakete bauen. Hier, das sind die Pflanzen von dem Granite Falls, von dem Outdoor-Leben. Ah, und die Simfrucht, die kann man auch beim Outdoor-Leben kaufen. Und dann gibt es hier die Avocado. Das sind die Dschungelabenteuerpflanzen. Und hier, das sind die Vampirpflanzen. Ja, in die Vampirwelt könnte sie mal. Die Frage ist, ob sie da arg frieren wird jetzt im Winter. Zur Not zaubern wir uns den Frühling herbei. Und das hier sind auch Alienpflanzen. Und diese alle hier sind beim Dschungelabenteuer. Und dieses hier... Oh, kriegt man das überhaupt noch auf normalem Wege? Nee, ich fürchte, da muss ich hier so einen Baum in den Garten stellen. Und dann muss sie den... in den Baum reisen. Anders kriegt man die, glaube ich, gar nicht. Also den rosanen Baum muss ich in ihren Garten stellen. Und dann muss sie da reinreisen und da kriegt sie dann diese Pflanze. So, aber erstmal wollte ich was anderes mit ihr machen. Zwei Sachen. Und zwar, das eine ist, sie hat hier ja jetzt einiges an Bonuspunkten gesammelt. Und dann wollte ich ihr Wasserfest kaufen.
Wasserfeste Sims werden im Regen nicht nass. Und dann nehme ich ihr den Regenschirm weg, weil wenn sie draußen ist, dann geht es immer Regenschirm auf, Regenschirm ab, hier Regenschirm hin und her. Das bringt sie völlig durcheinander. Und ich denke mal, so gibt es dann kein Problem. Und wir kaufen ihr einen Geldbaumsamen, denn da sie ja die eigentliche Challenge geschafft hat, darf sie sich jetzt auch einen Geldbaum kaufen. So. Und den brauchen wir ja, um die Gartensammlung vollständig zu kriegen. Und ich würde sagen, wir pflanzen den Geldbaum hier schön in diesen Garten rein, weil der sieht so hübsch aus. So. Und der macht sich hier eigentlich sehr gut, denke ich. So, pflanz den mal, den Geldbaum. So ein goldener Baum macht sich da bestimmt ganz prima. Und wenn sie noch mehr Punkte kriegt, dann können wir ihr auch Kälte macht ihr nichts aus und so kaufen. So. Vielleicht packen wir da auch gleich so ein Bewässerungsding dazu. Alle gießen. Ach so, ja. Naja, das ist, passt schon. Aktivitäten und Fähigkeiten. So. Okay. Aha, und morgen früh wird er dann von selber gegossen. Dann muss sie nicht immer extra dran denken, den hier zu gießen. Die anderen Pflanzen brauchen vielleicht auch mal ein bisschen Pflege. Mal gucken. Mach mal Gartenpflegen. Guck mal, ob sie irgendwas zu tun gibt. Ja, dann hat sie hier auf jeden Fall heute schon eine Pflanze dazu gekriegt. Dauert aber, bis die ausgewachsen ist. Das sind, glaube ich, 4-5 Tage oder so. Das hat ihr bestimmt der Max verraten, wie man die pflegt, die Geldbäume. Ja. Und was machen wir jetzt? Frühling zaubern. Ja, noch ist es nicht so kalt. Hast du noch dein Zelt? Ja, sie hat noch ein Zelt. Hooray. Weil wir könnten dann vielleicht in die Vampirwelt reisen. Wollen wir da vielleicht den Max mitnehmen? Dann müssten wir dem aber noch ein Zelt kaufen. Weil noch verstehen sie sich nicht so gut, dass sie in einem Zelt schlafen können. Aber sie kann ja einfach noch ein Zelt mitnehmen und sagen, hier Max, in dem kannst du schlafen. So. Ah, das müssen wir jetzt irgendwo hinstellen. So. Und dann packst du das ein. Und wie sieht's aus mit Honig? 9 Honig hat sie. Honig sammeln. Sie könnt hier Honig sammeln. Ja, das machen wir doch gerade noch, weil jeder Honig, den sie dabei hat, erspart ihr blöde Mahlzeiten aus der Kühlbox. Also gut. Vielleicht könntest du dich erstmal mit den Bienen verbünden und dann einen Imkeranzug anziehen. Ich sehe schon, die Vorbereitungen ziehen sich ein bisschen hin, aber das macht ja nichts. Es besteht ja jetzt keine so große Eile. Oh, da hängt ein Birnenbaum. Da hängen Birnen am Baum. Ja, zieh mal diesen Imkeranzug an, genau, und jetzt
wende mal das Milbenmittel an. Ja, machen wir mal einen Screenshot von die Freundschaft mit den neuen Bienen. Ah, und natürlich solltest du dich auch noch ein bisschen mit Patchy anfreunden. So. Okay, und jetzt kannst du den Honig einsammeln. Ja. Und hier könntest du auch mal Honig einsammeln. Jawohl. Sehr gut. Jetzt sind sie aufgebracht. Dann kannst du auch ein Milbenmittel anwenden. Wunderbar. Und den Imkeranzug ausziehen. Und mit Bienen verbünden. Ja. Und jetzt plauderst du mit der Vogelscheuche. Du könntest zum Beispiel ein lockeres Geplauder machen. Und ich überlege gerade, ob wir vielleicht vergessen haben, die Bäume umzuziehen. Ja. Das heißt, die Bäume müssen wir nochmal nachbesorgen. Weil wir haben hier Äpfel, Bananen, Birnen haben wir hier sowieso auch. Also zumindest einige der Bäume, Zitronen, gibt es Kirschen auch. Ja, da müssten wir ein extra Gewächshaus für Bäume bauen. Mal gucken, ob wir hier mittlere Höhe haben. Ja. Aber wir haben gar nicht mehr so viel Platz. Was machen wir denn da? Nach vorne, das Gewächshaus nach vorne erweitern könnten wir. Ich glaube, das mache ich gerade mal. Dann passen die Bäume auch noch ins Gewächshaus rein. Das ist irgendwie nicht das, was ich machen will. Aber wahrscheinlich muss ich dieses Ding hier erstmal zur Seite packen. Ja. So. Jetzt wird das wieder dran gesetzt. Mal gucken. Ja, passt nicht so perfekt. Doch, passt eigentlich schon. Ich muss hier nur noch ein neues Fenster, aber das muss ich ja sowieso auch hier überall neue Fenster hinsetzen. So. Ja, ich hätte es vielleicht eins weiter vorziehen müssen. Aber wenn so ein bisschen Steinwand rausguckt, das macht nicht viel aus. Okay. Gut. Ich denke mal, ich werde zwischen den Folgen die ganzen Pflanzkisten nach vorne holen. Weil die Bäume habe ich lieber hinten, sonst stehen die optisch im Weg. Ja. Und Lampen brauchen wir dann da auch noch. So, ich hoffe, dass insgesamt das Grundstück ausreicht. Na, hoffen wir mal das Beste. So, jetzt kannst du hier nochmal mit Vogelscheuche plaudern. Red mal über Vögel. Ja. Nickt. Und nochmal, erzähl mal Erntewitze. Ja, als ich die Banane geerntet habe. Oh, da bin ich auf der Bananenschale ausgerutscht. Und mach nochmal ein lockeres Geplauder. Ja, ja, weil das wäre ja schon nützlich, wenn wir uns mit diesem Patchy auch anfreunden. Ja. Tja. Und nochmal Erntewitze.
Arge, Arge. Ja, das ist ja mal ein komischer Erntewitz. Ja, aber Patchy findet ihn lustig. Ja, ja. Und nochmal über Vögel reden. Ja, und du verscheuchst hier immer fleißig die Vögel, das ist sehr gut. Oh, ja. Aha, das war lustig beim Ernten. Und jetzt untersuch mal die Vogelscheuche. Okay. Ah, das dauert wohl ein bisschen, die Untersuchung. Ja, später kannst du mal in den Hosentaschen suchen. Ja, ja. Und jetzt könntest du nochmal ein lockeres Geplauder machen. Ah, eine faszinierende Begegnung wegen Vogelscheuche. Ja. Ah, jetzt kann sie in Taschen nach Samen suchen. Ja, gucken wir mal, was sie da Neues findet. Was ärgerst du dich? Weil es nichts Neues war. Naja, was hast du erwartet? Man sieht auch gar nicht, was sie da gefunden hat. Manche haben schon ganz tolle Sachen gefunden. In den Taschen von Patchy. Zum Beispiel Orchideen. Aber das wäre jetzt wohl etwas zu viel verlangt. Ja, ich denke mal, unsere Freundschaft zu Patchy ist jetzt ausreichend groß. Gut. Diesen Birnbaum brauchen wir, glaube ich, nicht abernten, weil sie hat ja ganz viele Birnen. Was ich jetzt vielleicht noch mache, ist diesen rosanen Baum pflanzen und dann soll sie da reingehen. So, baby.showHiddenObjects. Jawohl. Debug. Ich meine, ihr könntet jetzt sagen, das ist gecheatet. Ich könnte auf diese Methode uns auch Orchideen cheaten und so. Aber da diese Pflanzensim-Challenge vorbei ist, kann man diese verbotene Frucht des Pflanzensims nicht mehr auf dem üblichen Weg kriegen. Und sie muss jetzt ja trotzdem noch was dafür tun. So, das ist... Ja, momentan fast der einzige Weg, noch so eine verbotene Frucht für Pflanzensims zu kriegen. Wir könnten sie dann auch mal ein paar Tage Pflanzensim sein lassen. Einfach nur so aus Spaß. Aber jetzt muss ich hier erstmal diesen Baum finden. Wahrscheinlich habe ich den schon überblättert. Er ist groß und rosa. Da ist er. Und wo ist der Eingang? Ist eigentlich egal, da ist der Eingang. Okay, dann ist er da genau richtig. Gut. Außerdem hat sie jetzt einen wunderschönen Baum hier im Hinterhof stehen. Geh mal hier rein. Und erkunde ihn mal, den mystischen magische Bohne Portalbaum. Der ist damals bei der Pflanzensim-Challenge entstanden, wenn man verschiedene magische Bohnen gefunden hat und die in einen Baumstumpf getan hat. Und von Jasmin Holiday hat man einen Baumstumpf bekommen. Na, sie geht aber schon sehr umständlich. Ja, sie musste erstmal hier raus. Ja, das stimmt. Okay, vielleicht mache ich ihr noch ein paar mehr Türchen rein, damit sie nicht so umständliche Wege gehen muss. Ja, und dann ist dieser Baum entstanden.
Und jetzt kann man da zum Erkunden reingehen. So. Der magische Bohnenbaum. Huch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Viel zu weit oben. Hier, er stäubt und ja, das sind ganz viele rosane Pollen wahrscheinlich. Okay, ich mache das jetzt mal schneller, weil sie ist da jetzt eine Weile drin in diesem magischen Bohnenbaum und erlebt Abenteuer, die wir nicht zu sehen kriegen, was natürlich gemein ist. So, jetzt lese ich mal Liebe. vor. Lisa ist durch das Portal gegangen. Sie hatte Dunkelheit erwartet, findet sich stattdessen jedoch auf einer hellen, sonnigen Blumenwiese wieder. An einer Seite steht ein Baum, der leuchtet und Früchte trägt. Lisa pflückt eine Frucht vom Baum und die sonnige Landschaft wird sofort von der Dunkelheit verschluckt. Bevor sie weiß, wie ihr geschieht, schreitet sie aus dem Portal des Baumes und bemerkt, dass sich irgendetwas in ihrer Tasche befindet. Gucken wir doch mal. Da ist die verbotene Frucht. Und die soll sie jetzt natürlich pflanzen. Und ja, hier hat sie noch eine Pflanzkiste. Ich denke mal, die können wir nehmen. Und ich denke mal, für künftige Pflanzen können wir ihr die auch kaufen, die Pflanzenkisten. Ja, weil wir haben jetzt eigentlich genug Geld. Sie verdient auch jeden Tag so viel. Da müssen wir da nicht mehr jede Pflanzenkiste selber machen. Und sie wird ja ziemlich viele brauchen. Für jeden Baum eine. Und für all die Pflanzen, die sie da noch anpflanzen wird. Und jetzt pflanzen wir hier erstmal die verbotene Frucht. So, pflanzen. Und ich denke mal, wenn der Geldbaum im Garten mal ausgewachsen ist, dann pflanzen wir auch noch einen Geldbaum im Gewächshaus, weil da ist ja unsere Sammlung im Gewächshaus. Ja, und ich hoffe, dass die ausreicht, dass das ausreicht, das Gewächshaus. Zur Not kann man es hier noch um die Ecke ziehen und ein Stückchen nach hinten auch. Dann müssen halt diese schönen Bäume da weichen. Die kann man dann woanders hin tun. Wir werden schon noch alle Pflanzen da unterbringen. Ja, viel Platz ist da hinten, glaube ich, nicht. So. Jetzt. Alle gießen. Ah, und hier könntest du dich auch noch mal mit den Bienen verbünden. Jawohl. Und dann vielleicht auch noch mal Honig sammeln. Und dann gucken wir mal, wie viel wir haben. Ups. Ja, 13. Das ist schon ganz gut. Das reicht für einen Ausflug. Und wir stellen dann diese Kühlbox raus, damit sich der Max auch was nehmen kann, weil den können wir ja nicht steuern. So, jetzt, du musst dringend duschen und dann bist du auch noch hungrig. Lässt sich einrichten. Hier duschen und dann was essen. Okay. Oh ja, und ich sehe, die Folge ist schon wieder sehr lang geworden. Und ich plane in der nächsten Folge zusammen mit dem Max einen Campingtrip in die Vampirwelt zu machen. Mal gucken, ob es klappt, ob nicht was dazwischen kommt und so weiter. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.